Eine spektakuläre Entdeckung in Kanada. Das ist sicher einer der besterhaltenen Dinosaurierfunde der Welt. Wie ein Jackpot im Lotto. Eine Dinosauriermumie. Er sieht aus wie gerade erst gestorben. Fast höre ich ihn noch atmen. Aus längst vergangener Zeit. Auch Paläontologen untersuchen Leichen. Todesursache? Okay. Der Zustand des Körpers wirft Fragen auf. Wieso ist er nicht verwest und zerfallen? Genau wie sein Fundort. Es gibt sehr viele Spuren. Ermittlungen in einem 110 Millionen Jahre alten Todesfall. Es war eigentlich ein ganz normaler Morgen. Ich habe mit dem großen Seilbagger gearbeitet. Die Schaufel fasst etwa 100 Tonnen. Ich habe die Böschung abgetragen. Und plötzlich fielen da Felsplatten heraus. Solche Platten hatte ich noch nie zuvor gesehen. Wir hatten eine Art Fossil gefunden. Ich wusste sofort, es war etwas Besonderes. Die Suncor Mining Company hat bei uns angerufen. Sie hätten etwas Interessantes gefunden. Wir sollten so schnell wie möglich kommen und entscheiden, wie man es aus dem Hang herausbekommen kann. Als wir in Fort McMurray ankamen, sahen wir ein paar herausgebrochene Stücke. Wir dachten, das könnte interessant sein. Die Wissenschaftler schauen sich die freigelegte Versteinerung genauer an. Das Äußere war weggebrochen, das konnten wir also nicht sehen. Aber gebrochene Rippen und Knochenplatten. Donald Henderson erkennt die charakteristischen Merkmale eines riesigen prähistorischen Tieres. Wir wussten sofort, das ist etwas Tolles, aber nicht wie toll. Die Detektivarbeit beginnt. Henderson und sein Team sperren den Fundort ab und stellen akribisch Beweismittel sicher. Die Umgebung kann wichtige Informationen über das Tier preisgeben, wie es dorthin gelangte, vielleicht sogar, wie es gestorben ist. Das Fossil wird freigelegt. Ganz vorsichtig, damit wir keine Stücke verlieren. Für den Transport umhüllen die Forscher den von Gestein umschlossenen Körper mit Mörtel. Es war ein einzelnes Stück. Wir dachten, wir könnten es einfach hochheben. Langsam, Sam, ganz langsam. Es kommt. Es ist sofort zerbrochen. Ja, dabei war der Druck nicht hoch. Es war entsetzlich. Das Fossil lag 110, 112 Millionen Jahre im Boden. Und dann haben wir es im Bruchteil von Sekunden zerstört. Was für ein Verlust. Sind die Beweise vernichtet, bevor die Ermittlung beginnt? Im Royal Tyrrell Museum wollen die Spezialisten retten, was zu retten ist. Ich habe im April 2011 mit der Arbeit an dem Exemplar begonnen.
Es kam zerlegt an, von handgroßen Stücken bis zu Blöcken, die wahrscheinlich über eine Tonne wogen. Da war erst mal kaum etwas zu erkennen. Mark Mitchell ist Paläotechniker. Akribisch löst er die Steinreste vom Fossil, identifiziert Einzelteile und setzt sie zusammen. Manchmal finden wir einzelne Knochen oder Skelettfragmente von Dinosauriern. Sie sind oft ganz durcheinander, wie bei einem Mikado. Doch dank Mark zeigt sich jetzt, wie einzigartig dieses Exemplar ist. Die dreidimensionale Struktur und die kleinsten Details sind extrem gut erhalten. Nach 6 Jahren sorgfältiger Arbeit enthüllt das Royal Tyrrell Museum im kanadischen Drumheller seine einzigartige Entdeckung. Es ist eine Weltsensation. Dieser Dinosaurier sieht aus wie zu seinen Lebzeiten vor 110 Millionen Jahren. Man kann seine dreidimensionale Gestalt genau erkennen, sogar seine Haut, als ob er mitten in der Bewegung eingefroren wäre. Jeder würde ihn lieben. Es handelt sich um einen etwa 5,5 Meter langen gepanzerten Nodosaurus. Gepanzerte Dinosaurier heißen Ankylosaurier. Es gibt 2 Untergruppen. Die Ankylosauridae hatten eine knöcherne Schwanzkeule, die Nodosauridae einen flexiblen Schwanz. Doch diese Spezies ist neu. Er war ein kräftiges, schwer gepanzertes Tier mit gewaltigen Schulterstacheln und einem langen Schwanz. Als Pflanzenfresser war er nicht besonders gefährlich, außer wenn er bedroht wurde. Dann konnte er sehr gefährlich werden. Die bislang unbekannte Art hat ein Gewicht von bis zu 1,3 Tonnen. Die Wissenschaftler taufen sie Borealopelta. Borealopelta ist sicher einer der besterhaltenen Dinosaurierfunde der Welt. Wie ein Jackpot im Lotto. Nach 6 Jahren sind die Überreste identifiziert. Doch es bleiben viele Fragen offen. An diesem außergewöhnlichen Fossil haften viele Beweise. Sie könnten uns verraten, wie es seine letzten Tage verbracht hat. Und vielleicht sogar, woran es gestorben ist. Wie an einem Tatort gibt es Hinweise, was passiert sein könnte. Der Zustand der Leiche und ihre Position, der Fundort. Jedes Beweisstück muss genau untersucht werden. Nur so können wir eine logische Erklärung finden, wie der Körper überhaupt dorthin gelangt ist. Der Körper weist viele Spuren auf. Sie könnten auf eine Verletzung hinweisen. Oder auf Geschehnisse kurz vor seinem Tod. Die Todesursache von Borealopelta ist ein 110 Millionen Jahre alter Kriminalfall. Für die Lösung des Falls kehrt der Paläontologe zum Fundort zurück. Das Gestein ist in Schichten aufgebaut. Die Ältesten sind unten, die Jüngsten oben. Der Tagebau gräbt sich hier richtig durch die Zeit. Diese Sedimentgesteine sind etwa 110, 115 Millionen Jahre alt. Borealopelta wurde in so einer ausgeprägt grünen Schicht gefunden. Auffällig ist die Lage des Körpers in der Gesteinsschicht. Wir sahen etwas nach oben ragen, wahrscheinlich die Füße. Als ob er auf dem Rücken liegt mit nach oben gestreckten Beinen. Verkehrt herum in grünlichem Gestein. Prähistorische Hinweise seit Ewigkeiten versiegelt. Ebenfalls erstaunlich, der Fundort selbst. Vor 110 Millionen Jahren würden wir hier unter Wasser laufen. Auf dem Grund eines riesigen Meeresarms. Und über mir schwimmen alle möglichen Kreaturen herum. Damals bedeckt ein großes Binnenmeer das Innere des Kontinents. Später entstehen hier die Ebenen Nordamerikas. Borealopelta war perfekt an das Leben an Land angepasst. Er war ganz sicher kein guter Schwimmer. Was hat ein gepanzertes Landtier auf einem prähistorischen Meeresgrund verloren? Kilometerweit vom nächsten Ufer entfernt.
Vor 110 Millionen Jahren, während der Kreidezeit, herrscht hier ein subtropisches Klima. Die heutigen Ausläufer der Rocky Mountains sind damals noch Küsten mit üppigem Bewuchs. Ein perfekter Lebensraum für große Pflanzenfresser wie Nodosaurier. Und auch für fleischfressende Räuber, die nach Beute suchen. Gab es hier solch ein Raubtier? Groß und stark genug, um es mit dem gepanzerten Borealopelta aufzunehmen? Die Kreidezeit war zum Fürchten. Es existierten gewaltige Raubtiere bis zu 12 Meter lang. Lindsay Zano erforscht die Entwicklung von Raubtieren in der Kreidezeit. Wir wissen relativ viel über Raubtiere in der frühen Kreidezeit. Die Kreidezeit beginnt hier am Ende des Jura, vor etwa 145 Millionen Jahren. Und sie erstreckte sich über 80 Millionen Jahre. In diesem Zeitraum kämpfen einige Raubtiere um die Spitze der Nahrungskette. Doch wer ist der Hauptverdächtige im Fall Borealopelta? Am Ende der Kreidezeit beherrschte nur ein Superräuber Nordamerika, Tyrannosaurus Rex. Aber Borealopelta lebte in der Mitte der Kreidezeit, vor etwa 110 Millionen Jahren. Und da war ein Tier namens Acrocanthosaurus die Nummer 1. Acrocanthosaurus war bis zu diesem Zeitpunkt das größte Raubtier Nordamerikas. Er hatte kräftige Arme mit dreifingerigen Krallen und lange sägeblattartige Zähne. Es gab zu der Zeit auch raptorähnliche Dinosaurier, vergleichbar mit dem Utah-Raptor. 500 Kilo schwer und mit Sichelkrallen an ihren inneren Zähnen. Sie waren hochintelligent und hatten ein komplexes Sozialverhalten. Damals leben auch schon Vorfahren von Tyrannosaurus Rex im Kleinformat. Sie wogen nur etwa 100 Kilo und waren nicht größer als wir, aber nicht weniger furchterregend wohlgemerkt. Sie waren überaus intelligent, hatten eine starke Bisskraft und sie waren sehr schnell. Aber Borealopelta hätte über ein so kleines Tier nur gelacht. Wer kommt als Verdächtiger in Frage? Hier haben wir Morus, ein kleinerer Tyrannosaurus. Zeitlich passt er besser. Er ist viel kleiner als Borealopelta. Wie soll er da angreifen? Stimmt, den können wir ausschließen. Utahraptor, ein ziemlich furchterregendes Raubtier mit tödlichen Krallen. Vielleicht konnte er Borealopelta verletzen. Die Zähne sind so klein und die Haut ist sehr dick. Er hätte für seine Mahlzeit zu hart arbeiten müssen. Mit den Zähnen konnte er nicht durchkommen. Okay, Acrocanthosaurus. Interessant. Ein viel besserer Verdächtiger. Zeitlich kommt es hin. Er hat sehr lange Zähne, mit denen er mühelos schneiden und verletzen kann. Er kommt damit gut durch die Haut und an das Fleisch. Und bei seiner Nacken- und Kiefermuskulatur kann er leicht Fleischstücke herausreißen. Er kann große Tiere reißen und verschlingen. Wenn wir von einem gewaltsamen Tod bei Borealopelta ausgehen, dann war der Täter sehr wahrscheinlich Acrocanthosaurus oder ein sehr naher Verwandter. Die Ausläufer der Rocky Mountains. Hier inspizieren der Paläontologe Richard McCrae und sein Team Borealopeltas Lebensraum. Hey Ryan, wie sieht's aus? Gut. Alles klar, dann los. Die tektonischen Kräfte haben die Wände aus der horizontalen in die vertikale geschoben. Die Felswände sind übersät mit Spuren von Tieren, die längst ausgestorben sind. Das war wie eine Dinosaurierautobahn, voller Leben. Auch gepanzerte Dinosaurier. Hier ist der beste Ort der Welt für Ankylosaurierspuren. McCrae und sein Team vermessen die Fußabdrücke. Über diese Dinosaurierspuren an der Wand kommt man dem Verhalten dieser Tiere zu Lebzeiten am nächsten. Besser wäre natürlich eine Zeitmaschine. Dann könnte man sie persönlich beobachten.
Solche Spuren hauchen den Knochen etwas Leben ein. Sie verraten uns viel über Verhalten, Umwelt und Biomechanik. Wie das Tier lebte und mit welchen anderen Tieren. Das ist der hintere Fußabdruck eines gepanzerten Dinosauriers. Er hat 4 Zehen und der vordere Fuß hat 5. Diese Spuren stammen höchstwahrscheinlich von einem Borealopelta. Sie haben die richtige Form und das gleiche Alter wie der entdeckte Borealopelta. Borealopelta ist vermutlich vor 110 Millionen Jahren hier entlang gelaufen. Michael Habib kann noch mehr aus diesen Spuren lesen. Er ist auf Rekonstruktionen der Bewegungs- und Verteidigungsmuster von ausgestorbenen Tieren spezialisiert. Eine Spur verrät zwar nicht viel über die Anatomie eines Tieres, dafür aber über sein Verhalten, seine Geschwindigkeit und seine Größe. Die Dinosaurierspuren sind gleich hier. Ausgewachsene Nodosaurier wie Borealopelta sind groß und schwer. Sind sie schnell genug, um einem Raubtier zu entkommen? So here we are. Big suckers. Yeah. Wir wollen wissen, wie schnell sich Borealopelta fortbewegen konnte. Die Fußspuren sind der einzige verbleibende Beweis, um das herauszufinden. Die Wissenschaftler ermitteln über den Abstand der Fußabdrücke, Geschwindigkeit und Gangart. Das ist eine gute Grundlage für unsere Laufanimation und die physischen Modelle der Tiere. Die Umrisse sind fertig. Jetzt messen wir die Abstände. 85,3 cm. Zum Beispiel zwischen den linken Fußabdrücken. Genau 1,30 Meter. So können wir herausfinden, ob dieses Tier ein Raubtier abhängen konnte oder ob es eher den direkten Kampf gesucht hat. Etwas fluoreszierende Farbe in der Nacht und plötzlich erwachen die Spuren zum Leben. Cool. Ja. Sie leuchten wie Fußspuren eines Geistes. Das ist ja auch eine Art Geist aus der Vergangenheit. Es gab hier große Theropoden, vermutlich eine Bedrohung für Borealopelta. Ja. Da stellt sich die Frage, wie er sich verteidigt hat. Ist er weggerannt? Oder hat ihn seine Panzerung geschützt? Vielleicht hat er sich einfach versteckt oder er hat gekämpft. Mike Habib wird mit den gesammelten Daten Borealopelta neues Leben einhauchen. Hier geht er im Schritttempo. Mithilfe der Spuren und der anatomischen Maße des Fossils können Michael Habib und Jake Bartzy die Bewegungen von Borealopelta nachbilden. Die Schrittlänge passt jetzt zu den Spuren? Genau. Und jetzt werden wir ein paar sehr spannende virtuelle Experimente mit Borealopelta machen. Beschleunige ihn mal ein bisschen, mal sehen, wie er dann läuft. Mit dem virtuellen Modell probieren die Wissenschaftler verschiedene Gangarten aus. Das ist wahrscheinlich seine Höchstgeschwindigkeit, vielleicht auch etwas schneller. Das kann er aber nicht lange durchhalten. Das zeigt uns deutlich, dass dieses Tier auf Selbstverteidigung gesetzt hat und nicht auf Flucht. Er konnte keinem Raubtier seinerzeit davonlaufen. Acrocanthosaurus war mit ziemlicher Sicherheit viel schneller. Borealopelta musste kämpfen, wenn er bedroht wurde. Nach unserer Computeranimation ist es eher unwahrscheinlich, dass er überhaupt rennen konnte. Borealopelta ist seinem Angreifer aber nicht wehrlos ausgeliefert. Am offensichtlichsten ist erstmal seine Größe. Er war etwa 5,5 Meter lang und wog 1,3 Tonnen. Damit kann sich nur ein sehr großes Tier anlegen. Außerdem war er von Kopf bis zum Schwanz mit Osteodermen bedeckt. Das sind Knochenplatten innerhalb der Haut. Das wirkt wie ein Kettenpanzer um den ganzen Körper. Sie sind ineinander verzahnt und überlappen sich an einigen Stellen. Und hier im Schulterbereich hat er diesen ausgeprägten Stachel. Das alles war zu seinen Lebzeiten sich eine sehr wirksame Verteidigung. Im Tierreich haben Merkmale oft mehrere Funktionen. Victoria aber sieht in Stacheln und Panzerung mehr als nur Verteidigung.
So ein riesiger Stachel könnte ein Signal an potenzielle Partner sein, dass du bei guter Gesundheit bist. Er könnte ein Signal an Raubtiere sein, sich nicht mit dir anzulegen. Er wird aber auch oft im Kampf gegen Mitglieder der eigenen Spezies eingesetzt. Dabei geht es meist um das Revier, Nahrung oder die Partner selbst. Es gab sicherlich Gerangel, aber ich glaube nicht, dass dies zu großen Verletzungen geführt hat. Wenn Tiere heute Kämpfe austragen, zum Beispiel mit Geweihen oder Hörnern, dann verhindern diese Körperstrukturen große Verletzungen bei Kämpfen innerhalb der Art. Lassen die großen Stacheln Rückschlüsse auf das Geschlecht zu? Das wüsste ich auch gerne, ob das ein Männchen oder Weibchen war. Bei fossilen Tieren ist das schwer zu sagen. Erst 2001 wird eine Technik entwickelt, um das Geschlecht von Dinosauriern zu bestimmen. Die Paläontologin Mary Schweitzer untersucht damals Knochenstücke von einem neu entdeckten T-Rex. Beim ersten Knochen sagte ich zu meinem Techniker: Oh mein Gott, es ist ein Mädchen. Schweitzer erkennt sofort die Knochenstruktur, wie es sie noch heute bei Vögeln gibt. Das alles hier ist meduläres Knochengewebe, kristallin, praktisch körnig. Meduläre Knochen dienen als Kalziumspeicher für die Bildung von Eischalen. Das ist der Querschnitt einer legenden Henne. Das sieht völlig anders aus als beim Männchen. Wenn meduläre Knochen zu sehen sind, schließt das ein Männchen aus. Als wir bei Tyrannosaurus Rex diese medullären Knochen gefunden haben, hatten wir endlich eine Möglichkeit, das Geschlecht von Dinosauriern zu bestimmen. Bei Borealopelta ist der Beweis unter der versteinerten Haut und der Panzerung versteckt. Borealopelta ist so gut erhalten, wir können das Skelett nicht sehen. Daher ist es derzeit unmöglich festzustellen, ob es männlich oder weiblich war. Die Knochen hüten das Geheimnis. Dafür kommt die moderne Wissenschaft anderen Fakten auf die Spur. Die Paläontologie nutzt neue Techniken, mit denen wir Fossilien in einem völlig neuen Maßstab betrachten können. Wir sehen auch winzige Dinge, die in der Versteinerung erhalten sind. So finden Wissenschaftler Hinweise auf die ursprüngliche Farbe prähistorischer Tiere. Früher wurden Dinosaurier meistens grau oder grün dargestellt, in Farben wie heutige Eidechsen sie haben. Doch dank dieser neuen Techniken finden wir jetzt Pigmente. Pigmente sorgen für die Färbung eines Tieres, zum Beispiel zu Tarnzwecken, eine Hauptform der Verteidigung. Bei Borealopelta werden die Forscher fündig, in einer dünnen Schicht, die das Fossil umhüllt. Borealopelta war zumindest teilweise rotbraun gefärbt. Und dieses Pigment war auf dem Rücken des Tieres konzentriert, nicht am Bauch. Das entspricht dem Prinzip der Gegenschattierung. Wenn ein Tier nur eine einzige Farbe hat, wirkt seine Unterseite automatisch dunkler durch den Schatten. Eine schlechte Tarnung. Eine hellere Unterseite gleicht diesen Effekt aus, der Gegenschatten. Das Tier kann besser mit seiner Umgebung verschmelzen. Tarnung bei einem Tier zeigt immer, dass es sich vor etwas verstecken muss. Was aber passiert, wenn Borealopelta entdeckt und angegriffen wird? Kann seine starke Panzerung Verletzungen verhindern? Das Forscherteam will das 110 Millionen Jahre später herausfinden. Hey, Seamus, zeig mal den Panzer. Physiker Seamus Blackley hat den Panzer von Borealopelta für ein Experiment nachgebaut. Das ist das Hinterteil des Nodosaurus. Hier haben wir Rippen und Bindegewebe aus Silikon. Und dann haben wir ein neu entwickeltes Polymer in diese Schuppen gegossen. Ich denke, die Härte und die mechanischen Eigenschaften entsprechen damit dem Original von damals. Perfekt. Und der Knochen? Hat die gleichen Brucheigenschaften wie ein richtiger Knochen.
Seamus will eine Beißattacke von einem Acrocanthosaurus auf Borealopelta nachstellen. Dafür braucht er zum einen diesen Panzer, der die gleichen Eigenschaften hat wie der Panzer von Borealopelta. Du hast aber neben dem perfekten Panzer auch noch ein perfektes Raubtier gebaut. Ja, du wirst gleich besorgt sein um den Nodosaurus. Mike, darf ich dir unseren Acrocanthosaurus vorstellen? Kathy. Was für eine Bestie. Hallo, Kathy. Das entspricht so exakt wie möglich der Mechanik und den Kräften eines Acrocanthosaurus-Kopfes. Die 48 Zähne sind aus einem Spezialporzellan gegossen und anschließend gebrannt. Sie sind genauso hart und brüchig wie die Originalzähne. Verdammt, echt furchterregend. Ich bin wirklich gespannt, ob Borealopeltas Panzer einem Biss von Acrocanthosaurus standhält. Ist der Winkel so richtig, Mike? Ja. Die Simulation der Beißattacke kann losgehen. Acrocanthosaurus hat eine Bisskraft von mehreren tausend Newton pro Quadratzentimeter. Allerdings ist der Panzer sehr widerstandsfähig. Es wird so oder so höchst vernichtend sein. Okay. Kannst du das so halten? Ja. Watson? Bereit. Okay, dann los. Waffe scharf. Ziel angepeilt. 3, 2, 1, fire. Er hat sich gut geschlagen. Er hat ein paar Osteoderme verloren. Aber das ist nicht tragisch. Das Keratin wächst nach. Würde er jetzt bluten? Ich denke schon. Komm, noch ein Biss. Mal sehen, wie er das wegsteckt. Okay, Watson. 3, 2, 1. Das ist jetzt eine Blutfontäne. Man kann die Rippen sehen. Hier. Das ist das Bindegewebe. Und hier sieht man eine Rippe. Oh mein Gott, Michael, sie ist gebrochen. Eindeutig. Das ist der zweite Biss in Zeitlupe. Brutal. Das ist grässlich. Ich bin Physiker, kein Mediziner, aber das sieht nach gewaltigen inneren Verletzungen aus. Allerdings, ich bin echt beeindruckt. Borealopelta hat sich besser geschlagen, als ich dachte. Trotzdem würden wir bei unserem Exemplar sehen, wenn er von einem Acrocanthosaurus angegriffen worden wäre. Das sieht echt krass aus. Unsere Experimente zeigen, eine Beißattacke hätte deutliche Spuren hinterlassen. Wenn ein Raubtier Borealopelta getötet hätte, wäre das offensichtlich. Finden sich solche Spuren bei dem echten Borealopelta? Ich habe dieses Fossil etwa 7000 Stunden lang präpariert. Ich kenne jeden einzelnen Millimeter. Es gibt keinen Hinweis auf einen Angriff. Also kein Verbrechen? Nein, ich denke nicht. Was ist dann die Todesursache? Die Paläontologen brauchen neue Ermittlungsansätze und folgen einer anderen Spur. Warum ist der Dinosaurier überhaupt so gut erhalten? Er sieht aus wie gerade erst gestorben. Fast höre ich ihn noch atmen. Einfach beeindruckend. Borealopelta ist hunderte Kilometer von seinem Lebensraum entfernt gefunden worden. In einem erstaunlich guten Zustand. Warum ist er nicht verwest und zerfallen? Nur sehr wenige Tiere werden nach ihrem Tod überhaupt zu Fossilien. Und wenn, sind die Knochen meistens auseinandergefallen. Wie diese aus einem alten Flussbett. Ganz anders bei Borealopelta. Bei einem so gut erhaltenen und vollständigen Exemplar kann man viele Todesursachen klar ausschließen. In terms of how it died.
Womöglich liegt der Schlüssel zur Lösung des Falls ganz woanders. Ich untersuche die Prozesse von Tod, Verwesung und Zerfall. Das klingt vielleicht etwas morbid, aber ich finde das tatsächlich sehr faszinierend, weil ich mich auf Fossilien fokussiert habe. Kay Behrensmeyer ist Expertin für Taphonomie. Sie erforscht, wie Tiere zerfallen und sich in Fossilien verwandeln. Ein gut erhaltenes Fossil verrät mir nicht die Todesursache, aber es zeigt mir, was direkt nach dem Tod passiert ist. Ihre Forschungen zu Tod und Verwesung liefern tatsächlich wichtige Hinweise im Fall Borealopelta. Das ist eine im Zeitraffer ablaufende Verwesung einer Tierjuchse aus Florida. Die Aufnahme verfolgt die Zersetzungsstadien über 2 Monate. Sie bläht sich so schnell auf, man glaubt, sie explodiert gleich. Aber dann reißt offenbar die Unterseite auf. Die Haut klappt hoch. Die Bauchhöhle stößt das Gas aus. Und die austretende Flüssigkeit ernährt die Organismen, die das Erdreich bewegen. Es ist wirklich interessant, dass die Haut so lange erhalten bleibt. Man sieht, wie sie sich bewegt und dass im Körper etwas vor sich geht. Ein Freund hat mal gesagt, man ist nie so lebendig wie im Tod. Stimmt. Die Körperbewegungen bei der Verwesung werden durch Maden, Insektenlarven und Käfer verursacht. Sie nehmen alles im Körper auseinander. Nach 2 Monaten ist der Kadaver ziemlich zerlegt. Das heißt, wenn wir ein vollständiges und richtig gut erhaltenes Fossil haben, hat es diesen Prozess nicht durchlaufen. Vollständige Exemplare sind selten. Was hat Borealopelta vor dem natürlichen Verwesungsprozess geschützt? Kurz nach seinem Tod muss ihm etwas Außergewöhnliches widerfahren sein. Der Körper wurde in grünlichem Gestein gefunden. Es enthält ein Mineral namens Glaukonit. Das Grüne hier ist Glaukonit. Es stammt aus dem Meer und bildet sich erst ab einer Tiefe von 50 Metern unter Wasser. Borealopelta muss also mindestens so tief begraben gewesen sein. In diesem Stein gibt es keine Löcher. Es krochen dort also keine kleinen Lebewesen auf dem Meeresboden herum. Die Tierleiche lag wahrscheinlich in einer sauerstoffarmen Umgebung und blieb dadurch intakt. Und noch etwas. Bei der Ausgrabung haben wir festgestellt, dass der Körper mit so starker Wucht auf den Meeresboden aufgeschlagen sein muss, dass Schlammwolken aufgestiegen sind. Das hat ihn wahrscheinlich vor Aasfressern geschützt. Ohne Aasfresser kann sich das weiche Gewebe erhalten, zum Beispiel die Haut. Warum ist Borealopelta nicht verwittert? Die Erklärung findet sich an einem abgelegenen Ort im Süden von Alberta. Das ist eine Konkretion. Sie bildet sich in Sedimentgestein. Es ist ein sehr hartes, dichtes Gestein, das der Erosion widersteht. Konkretionen sind wie natürlicher Beton. Solche Konkretionen entstehen durch eine chemische Reaktion. Dabei wirkt organisches Material als Katalysator für die Bildung des mineralischen Zements. Die Mineralien wachsen dabei um das tote Tier herum. Borealopelta ist ein perfektes Beispiel dafür. Dieses große Stück totes Gewebe auf dem Meeresboden war der Auslöser für die Bildung der Konkretion. Das ist auch eine Konkretion. Es gibt sie in allen möglichen Größen, von klitzeklein bis riesengroß. Das hier ist eine Krabbe mit Rückenpanzer und Scheren. Sie ist ein paar Millionen Jahre alt und wie sie aussieht, könnte sie gerade erst gestorben sein. Durch die Konkretion ist sie dreidimensional erhalten.
Der entscheidende Faktor für den guten Zustand von Borealopelta ist die Konkretion, die sich um ihn herum gebildet hat. Er konnte dadurch nicht zerquetscht werden. Und sie hat den Körper komplett gegen Wasser und Sauerstoff versiegelt. Ein natürlicher Sarkophag, eine Zeitkapsel. Borealopelta bleibt dadurch über Millionen Jahre geschützt. Das Rätsel um seine Mumifizierung ist gelüftet. Doch woran ist er gestorben? Und wie ist er auf den Meeresboden gelangt? Die Ermittler sind ratlos, bis eine neue heiße Spur auftaucht. Der Mageninhalt von Borealopelta ist erhalten. Das ist vielversprechend. Wir können uns seine letzte Mahlzeit anschauen. Was sagt sein Mageninhalt über die wahren Todesumstände aus? Die Paläontologen Caleb Brown und Donald Henderson folgen neuen Erkenntnissen, um ein prähistorisches Rätsel zu lösen. Die Todesursache von Borealopelta, dem am besten erhaltenen Panzerdinosaurier der Welt. Der Mageninhalt des Tieres soll Aufschluss geben. Und die Experten haben Glück. Details über seine vielleicht letzte Mahlzeit. Das war fast zu schön, um wahr zu sein. Das hat es bei Dinosauriern noch nie gegeben. Seitlich 8,5 cm tief. Es folgt das Magenvolumen. Maximaler Durchmesser 36,5. Was verrät die ungewöhnliche Autopsie? Diese Teile hier sind kleine Gesteinsbrocken aus dem Mageninhalt des Nodosaurus. Es handelt sich dabei um verzehrte Pflanzen. Der versteinerte Mageninhalt wird in Scheiben geschnitten und zur Analyse in ein externes Labor verschickt. Die Experten wollen in der Zwischenzeit mehr über seinen Fundort herausfinden. Borealopelta lebte wie andere gepanzerte Dinosaurier auf sehr flachen Küstenebenen. Oft finden sich Dinosaurierfossilien in prähistorischen Flussbetten, die früher in ein Binnenmeer führten. Das ist eine Karte von Alberta. Ich möchte bei allen gefundenen Panzersauriern erfassen, welche mit dem Bauch nach oben erhalten sind und welche mit dem Bauch nach unten. Mit Rot markieren wir Bauch nach oben, mit Schwarz Bauch nach unten. Okay. Borealopelta, Clearwater-Formation, Bauch oben. Ankylosaurus, Skollat-Formation, oben. Anodontosaurus, Horseshoe-Canyon-Formation, oben. Noch ein Ankylosaurus, rechte Seite oben. Okay. Nochmal rechte Seite, Bauch, 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 Bauch. Edmontonia auf der Seite und dann noch zwei Bauch nach oben. Okay, mir gehen die roten aus. Das ist ein klares Muster. In diesem Gebiet liegen etwa 70% der gepanzerten Dinosaurier auf dem Rücken. Arme und Beine ragen in die Luft. Waren Panzersaurier vielleicht einfach nur ungeschickt? Konnten sie sich nicht mehr aufrichten, wenn sie auf den Rücken fielen? Man dachte lange, dass Dinosaurier dumm waren, weil sie so kleine Gehirne hatten. Wir denken das nicht. Eine Theorie ist, dass Raubtiere sie auf den Rücken warfen, um an den ungeschützten Bauch zu kommen. Aber dafür gibt es keine Beweise, weder Bissspuren noch herausgerissene Teile. Donald Henderson hat eine andere Hypothese. Wenn Tiere sterben, stirbt auch das Immunsystem. Bakterien und andere Mikroorganismen beginnen, den Körper abzubauen. Dabei bilden sich Gase in den Körperhöhlen und der Magen dehnt sich aus. Der Zeitraffer verdeutlicht, die Eidechse bläht sich nur wenige Tage nach ihrem Tod stark auf. Verhält es sich bei Borealopelta ähnlich?
Dieser Topf steht für den harten, gepanzerten Rücken und die Seiten des Tieres. Und dieser Ball für die weiche Bauchregion. Wenn Borealopeltas aufgeblähter Kadaver in Wasser gelangt, nimmt die Physik ihren Lauf. Ein Körper hat die stabilste Lage, wenn das Schwere unten ist. Darum finden sich so viele gepanzerte Dinosaurier in Rückenlage. Jetzt fehlt nur noch die Todesursache. Wird die Analyse des Mageninhalts zum ersehnten Durchbruch führen? Wir haben uns damit an David Greenwood gewandt. Er ist Paläobotaniker und erforscht fossile Pflanzen. Oh, David. Wir wollen feststellen, welche Pflanzenarten erhalten geblieben sind. Gibt es spannende Neuigkeiten? Ja, der Mageninhalt von Borealopelta zeigt, dass er gut genährt war. Er hat vor allem Blätter gefressen, insbesondere Farne. Fast 80% von allem, was er zu sich genommen hat, waren Farne. Und die anderen 20%? Es gibt ein paar Zweige. Das ist interessant, weil wir durch sie die Jahreszeit erfahren. Und welche ist es? Es muss mitten in der Vegetationsperiode gewesen sein. Die meisten Bäume bilden Jahresringe. Hier sehen wir 4,5 solcher Ringe. Der letzte ist aber eben nur halb ausgebildet. Das sieht nicht nach Herbst aus, sondern eher nach Hochsommer oder Spätsommer. Unser Dinosaurier hatte seine letzte Mahlzeit also während der Regenzeit. Das ist klasse. Die Bestimmung des Todeszeitpunktes ist ein zentrales Beweisstück. Das könnte der Durchbruch sein. Wir können uns jetzt erklären, warum Borealopelta tot auf dem Meeresboden landete. Wir wissen, dass er wie andere gepanzerte Dinosaurier auf den Küstenebenen lebte. Er hat große Mengen Farn gefressen. Der Mageninhalt zeigt, zum Todeszeitpunkt ist Sommer, also Regenzeit. Es gab wahrscheinlich ein Unwetter mit starkem Regen. Das Wasser steigt schnell an. Der Fluss tritt über die Ufer und überflutet komplett die Ebene. Ich denke, die Todesursache war Ertrinken. Als die Verwesung begann, haben sich Gase im Körper gebildet. Der aufgeblähte Körper mit dem weichen Bauch und dem harten Rücken dreht sich um. Seine Beine ragen in die Luft. Der Körper treibt Richtung Meer. Es dauert einige Zeit, bis er dort platzt und wie ein Stein versinkt. Borealopelta schlägt mit solcher Wucht auf den Meeresboden auf, dass er sich selbst eingräbt. Um ihn herum bildet sich die Konkretion. Er bleibt 110 Millionen Jahre lang darin versiegelt und durch Gestein verborgen. Bis 2011 der Bagger auf ihn trifft und den Fall Borealopelta ins Rollen bringt. Der älteste aller ungeklärten Kriminalfälle scheint nun gelöst. Alle Indizien sprechen für Tod durch Ertrinken. Natürlich ist es ein denkwürdiger Moment in meiner Karriere. Aber ich würde niemals sagen, der Fall ist gelöst. Es gibt noch viel zu klären. Wir untersuchen immer neue Details. Und es gibt noch viele Geheimnisse zu ergründen. Ich hoffe, dabei zu sein.